mein Ding loslegen. Okay. Wozu ich vergessen habe. Okay, alles klar. Gut, dann herzlich willkommen zum Werkstattgespräch zu später Stunde hier in der Pumpe. Wir haben zu Gast Martina Flunk und Tim Eckhorst, die heute über den Status, das Stadium ihres neuen Films berichten und über den wir heute ein bisschen mehr erfahren werden. Co-Moderation heute, Felix Arnold. Herzlich willkommen. Ja, dann fangen wir vielleicht gleich mal an. Wir haben tatsächlich vielleicht als Einstieg direkt den Trailer, aber allerdings den Trailer zum letzten Projekt, denn wir werden gleich sehen, in der Ästhetik, auch im Thema ein wenig, gibt es da starke Schnittmengen, die wir uns gleich nochmal anschauen werden. Und der letzte Film der beiden, den die auch schon gemeinsam gemacht haben, Katzenjammer Kauderwelsch, den kennt wahrscheinlich die ein oder der andere von Ihnen, von euch, weil der mindestens hier im Norden sehr oft gezeigt wurde und viel rezipiert wurde. Und wir werden uns nach diesem Trailer mal darüber unterhalten, was denn tatsächlich die Schnittmengen sind und wo sich jetzt das neue Projekt unterscheidet. Ich mache gleichzeitig auch die Technik, also Daumen drücken. They were like rock stars. When they came to a city, it was a headline in a newspaper. Rudolf Dierks hat allerlei Innovationen in das sehr, sehr junge Medium des Comics gebracht. Kaum ein Comic in den Folgejahren hat irgendwie ohne Bewegungslinien funktioniert. His father came out of this town in northern Germany. This is Oma and Opa Dierks. That has to be Rudy. How many kids did he have? Nine. Nine kids. Gustav Dierks ist der jüngere Bruder. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ früh Insekten vermenschlicht hat. There is a streak of violence and frustration and depression in the family that can't be ignored. That's how long these cartoon characters have been in action. I'd say that Dierks was continuously good all the way into the 50s. Du hast es eben schon ohne Mikrofon gesagt, erstaunlich, was alles in 90 Sekunden geht. Ging mir auch so beim ersten Mal schauen und klar ist das drin und wir setzen so ein klein bisschen drauf, dass ihr und sie den vielleicht kennt und trotzdem würde ich euch gern einmal das Mikro in die Hand geben und die Möglichkeit nochmal zu sagen, was wir da gesehen haben, weil das doch wirklich in vielerlei Hinsicht was Besonderes ist und unserer beider Arbeitshypothese für heute Abend auch irgendwie der Start von was jetzt ein bisschen weitergeht. Ja, definitiv. Es ist das erste Projekt, was Tim und ich zusammen gemacht haben. Und hat von der Ästhetik natürlich, wie er schon angesprochen hat, auch ein Folgeprojekt. Und es ist Tims Leidenschaft für den Comic, der da natürlich uns zusammengebracht hat. Und seine Leidenschaft für die Dierks. Von daher musst du eigentlich anfangen, immer, wie immer, wenn wir darüber reden. Genau. Also die Dierks, die kommen aus Heide ursprünglich, da bin ich auch geboren. Und als jemand, der eigentlich... Also ich bin ja kein Filmemacher, ich komme im Film vor, aber jemand, der auch nie geplant hat, in einem Film vorzukommen, hat sich das einfach so gefügt, weil ich ja eigentlich Zeichner bin. Und darum fand ich das faszinierend, dass zwei Zeichner aus Heide ausgewandert sind in die USA und dort Pioniere des Comics gewesen sind. Also den Comic, so wie wir ihn heute kennen, mit Sprechblasen und dem ganzen Brimborium. Und
Martina hat irgendwann, weil immer, wenn ich in Heide bin und die Gelegenheit habe, öffentlich zu sprechen, habe ich immer über die Dirks gesprochen, egal ob das gefragt war oder nicht. Und Martina war irgendwann mal im Publikum und meinte dann, da müssten wir doch mal einen Film draus machen. Und weil ich bei allem, was immer diese Dirks betrifft, immer Ja sage, weil ich das Gefühl habe, dass das jeder in Schleswig-Holstein wissen müsste, dass diese Comic-Pioniere von hier kommen, habe ich auch da Ja gesagt, ohne genau zu wissen, was passiert. Genau, und dann sind wir auf den Spuren dieser beiden außergewöhnlichen Comic-Pioniere gewandelt. Tim ist das erste Mal in den USA gewesen. Das war sehr spannend für mich zu sehen, wie sich jemand benimmt, der das erste Mal in den USA ist. Mit großen, großen braunen Augen hast du den Spuren deiner Helden gefolgt. Und so ist ein Geheimnis schon gelüftet, warum ich glaube, dass diese Filme, die ich mache, obwohl sie so oft historische Stoffe haben und so oft tote Menschen behandeln, ja immer so ganz gegenwärtig und lebendig sind, weil ich finde immer irgendeinen, der total vernarrt ist in das, was er da tut und total vernarrt ist in diese Helden, und du bist das ja auch, und du hast, glaube ich, seit deiner Bachelorarbeit hast du schon darüber gemacht, also du warst ja zu dem Zeitpunkt schon Dirks und bist ja immer noch, Dirks ist ja immer noch dein Thema, hast ja gerade wieder ein ganz großes neues Buch herausgebracht mit Alexander Braun zusammen, also ich finde immer jemand, der richtig glüht, und das hast du einfach so schön gezeigt in dem Film. Und dadurch hat man natürlich auch die Ebene, dass man natürlich einen Film macht über diese Person, man macht aber darüber hinaus auch was anderes. Man macht auch Filme, und das sage ich jetzt beide, über die Liebe am Zeichnen. Das Zeichnen ist irgendwie eine Leidenschaft, die alle, die ich kennengelernt habe, jetzt in den beiden Filmen, also besonders auch, machen, seitdem sie eigentlich reden können. Also ich weiß nicht, was zuerst da ist. Was war bei dir zuerst da? Konntest du erst reden oder erst zeichnen? Nee, wahrscheinlich doch reden, glaube ich. Aber ich glaube, man weiß auf jeden Fall nicht, wann man angefangen hat, weil man das, wenn man das mag, glaube ich, sehr früh immer damit anfängt, ja. Es ist ja auch ein Türöffner. Es gibt in Katzenjammer Kauderwelsch einen Star der Comic-Szene, den ihr interviewt, bei dem du dann erzählst, dass er nur mit euch gesprochen hat, nachdem du gesagt hast, dass du noch mit Stift und Tinte malst und nicht digital, und also gut, dich dabei zu haben. Du hast eben schon ganz viel gesagt, was ich mir als Fragen aufgeschrieben habe, und vielleicht machen wir unseren Brückenschlag zwischen den beiden Filmen mit dem ersten Clip einen Ticken früher, als wir wollten, weil es so wahnsinnig gut passt. Wir gucken also in ein ersten exklusiven? Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich überhaupt irgendetwas zeige von diesem Film. Das erste Mal, dass wir selber heute das Plakat in groß gesehen haben, weil er unsere Datei, und das ist das erste Mal, dass überhaupt jemand irgendwas sehen darf von dem Film. Dann haben wir jetzt eine Weltpremiere in mehreren Dimensionen. Also nur kleine Clips. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe mir zwei Zitate rausgeschrieben aus Katzenjammer Kauderwelsch, die ich ganz toll finde. Einmal sagst du, als wäre man an einem sehr historischen Ort, was der Rest der Menschheit wohl nicht so empfinden wird.
Und das Zweite ist, das spielt für niemanden außer mich eine Rolle, aber schön mal hier gewesen zu sein. Und ich finde das einen total spannenden Zugang zu einem Dokumentarfilm. Wenn ich mir angucke, wie Netflix Dokumentationen verkauft, dann entlang von möglichst großen Themen, von denen alle mal gehört haben, und wenn es möglichst viele Serienmorde am Stück sind, dann umso besser. Du gehst ja den komplett gegenteiligen Weg. Und ich hatte so als Überlegung, ob der Film, und den zweiten kenne ich jetzt nur in Ausschnitten, ob der nicht zwei Protagonisten hat, nämlich einen historischen, über den du redest, und mir kam Katzenjammer Kauderwelsch wie eine absolute Liebeserklärung auch an jemanden vor, der in Realität und in Echtzeit vor der Kamera steht. Dabei gibt es aber einen definitiven Unterschied. Also wir erfahren nur vom Leben was von dem historischen Protagonisten, aber transportieren tut das natürlich Tim, auch unsere Art und Weise, wie wir uns halt mit ihm auf diese Reise begeben, das ist halt ja so, wir fangen ja in diesem Film an, wir folgen Tim und dann, also das Erste, was gesprochen wird, ist unmittelbar der nächste Schnitt, da habe ich jetzt mal Schluss gemacht, dann fängt Tim halt an zu zeichnen und erzählt uns etwas darüber, dass halt der Körner, um den es geht, eben so früh schon eine hohe Begabung hatte und über das, was er gerade auch gesagt hat, dass halt die Menschen, die gerne zeichnen, von Anfang an zeichnen immer. Erzählt uns erstmal etwas über die Liebe am Zeichnen. Und das ist das, was emotionalisiert mit Tim. Wir erfahren über Tim nur, dass er gut zeichnen kann und dass er sich für dieses Thema interessiert und dass er mit mir zusammen also auf dieser Recherche ist. Trotzdem funktioniert die Identifikation, weil diese Liebe des Zeichnens ist eben echt. Und die sieht man. Man kann ihn sehen beim Zeichnen. Und das kann man dann transportieren. Man hat diese Emotionalisierung, dass der damals das ja genauso geliebt haben muss und dass alle das so lieben. Und man kann gar nicht mehr verstehen, dass es irgendjemand gibt, der nicht gerade liebt zu zeichnen. Und das... Also die Emotionalisierung läuft nicht über die zweite Figur, die auch porträtiert wird, sondern dass die stellvertretend diesen wichtigen Faktor, er ist eben auch Zeichner, Illustrator in diesem Fall ja auch, das ist jetzt wichtiger noch im Laufe des Films, als dass er nur Comic ist, es geht auch um Comic, aber ja nicht nur im zweiten Film. Und das ist halt ja eine tolle Chance, die in dieser Zusammenarbeit zwischen uns beiden ist und die wir im ersten Film genutzt haben und jetzt in dem zweiten natürlich auch ausschlachten. Da hake ich gleich mal ein. Ihr hattet im Vorgespräch auch gesagt, dass es durchaus eine ganz andere, bei allen Ähnlichkeiten doch eine andere Art von Arbeit war. Das erste war, wir hatten einen Experten an Bord mit dem Riesenwissen über die Dirks und das Oeuvre. Und nun galt es diesen WHD, wir sagen, der Einfachheit halber sprechen wir es mal deutsch aus, Körner und sein, jetzt wird es noch deutscher, Hugo Herkules, als Comicfigur, aber auch dem illustratorischen Schaffen. Und da war die Rolle, von dir habe ich verstanden, auch eine andere, mit zu entdecken und gleichzeitig zu mal schauen, was es dort gibt, obwohl tatsächlich die Vorarbeit vor allem hier in Deutschland entstanden ist. Also wo geht man eigentlich hin? Wo kann man überhaupt Spuren noch finden von diesem Oeuvre und von dieser Person? Wie war die Aufteilung da? Also wo habt ihr genau geschaut und wie war für dich jetzt diese andere Rolle? Hast du dich eher mehr als Schauspieler gefühlt und das letzte Mal als eher der Experte tatsächlich, der jetzt nun hier das ganze Projekt anleitet und nochmal so mit Kommentaren versieht? Ja, also beim ersten Mal, da wusste ich ja gar nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Ich kannte zwar von Martina die Filme, die sie vorher gemacht hat, da hatte sie mir dann welche geschickt, aber dann habe ich mir das immer nicht so vorgestellt, dass ich dann da immer bin, weil ich dachte, ich frage die Leute ja was, die was wissen und die erzählen mir dann was und ich habe mich dann eher so, glaube ich, mehr hinter der Kamera gesehen und war dann doch überrascht, dass ich so doll im Film bin. Genau, da hatte man sich dann irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und darum war das mir dann schon relativ klar natürlich, dass es beim zweiten Film dann wahrscheinlich ähnlich läuft, aber ich dann da eher so der ahnungslose Suchende bin und nur für diesen ganz kleinen Bereich, also diese kurze Mini-Comic-Karriere, die der Körner hatte, über 17 Episoden eines Zeitungs-Comic-Strips, dass ich da derjenige bin, der wahrscheinlich gut was drüber sagen kann, aber beim ganzen Rest ja nicht informierter bin als alle anderen, die vielleicht meine Biografie über den gelesen haben.
Genau, und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, dass ich nicht mit Wissen gekommen bin, sondern eher mit Wissen wieder gegangen bin. Ja. Aber es gibt da trotzdem noch diesen Nukleus, und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Heide oder um Heide herum ist ja auch wiederum eine Schnittmenge. Also es ist nochmal so ein Punkt, man kann ja nicht glauben, was das für ein Talentnest dort ist. Kannst du noch mal was kurzer sagen? Also hast du vorher schon von diesem Herrn Körner dort erfahren in deinen Recherchen zu Dirks? Oder ist das etwas, wo man dann tatsächlich noch mal drüber ganz neu stolpert und denkt, oh mein Gott, der kommt auch daher? Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Dienst am Kunden und an der Kundin. Und wenn du ein paar Sätzen erklären magst, worum es in dem neuen Film geht, ja, was ja gut zusammenpasst, dann sind wir alle auf gleichem Stand. Genau. Also im Grunde der Körner, das ist, der ist ja als Westernmaler vor allem dann bekannt geworden. Also wenn man den Wikipedia-Artikel lesen würde, dann weiß man, Körner, Westernmaler. Und der ist auch so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen in Dithmarschen bekannt, weil es dort vor so circa 20 Jahren auch mal die Initiative gab, dass man gesagt hat, Mensch, der kommt ursprünglich aus Lunden, also kleine Gemeinde in der Nähe von Heide. Da müssen wir mal was zu machen, weil Lunden praktischerweise ein kleines, gar nicht so kleines, das ist die ehemalige Schule, ein großes Heimatmuseum hat, was aber ehrenamtlich betrieben wird. Das heißt, da gab es immer so eine Initiative, die dann aber einschläft, wenn dann die Leute vielleicht älter werden und so. Genau, das heißt aber, ich hatte da schon mal von gehört und habe dann irgendwann über diesen kurzen Comic-Abschnitt, den er hatte, gelesen. Und zwar ist es der Hugo Herkules, der sozusagen erste Superheld, ein Superheld, der geschaffen wurde, bevor es das Genre Superheld, also er hat jetzt nicht gesagt, ich schaffe einen Superhelden, sondern er hat einen Menschen mit übermenschlichen Kräften geschaffen, was auch niemand als Superheld bezeichnet hat. Aber heute sagt man so ein bisschen, das ist doch der erste Superheld. Und darüber hatte ich gelesen und dann in dem Zusammenhang natürlich im Bericht den Namen Körner. Und da habe ich gedacht, das ist ja verrückt, ob das dann der Körner wohl ist. Und er war es. Und das ist natürlich sehr, sehr skurril, weil wir einmal den Dirks haben aus dem ersten Film, der in Heide geboren ist. Und fast zur gleichen Zeit ist der Körner in Lunden geboren. Beide sind ungefähr im gleichen Alter und zur gleichen Zeit ausgewandert mit der Familie, als im Kindesalter. Und beide sind Zeitungszeichner geworden, der eine in New York, der andere in Chicago, wobei der witzigerweise der Dirks in der Nähe von Chicago groß geworden ist. Aber es gibt da irgendwo keine Berührungspunkte zwischen den Familien. Trotz allem gleiche Herkunft, gleicher Berufsstand und ungefähr, also ziemlich genau die gleiche Zeit. Und das ist das Skurrile und Witzige daran, was einen dann auch wieder total packt. Also und dann auch irgendwie für die Westernmalerei so ein bisschen begeistert, wenn man dem folgt. Da hast du jetzt schon angesprochen, das Thema Migration, was auch im ersten Film schon ein wichtiger Aspekt war und was dich natürlich auch im filmischen Schaffen immer wieder begleitet. Wie wichtig war denn dieser Aspekt der Migration? Also da haben wir natürlich diese Schwelle des Ankommens oder vielmehr der Reise, des Verlassens und des neuen Ankommens. Habt ihr da tatsächlich, wie habt ihr damit vor Ort gearbeitet? Also seid ihr da explizit auf die Spurensuche nach dem deutschen Anteil gegangen, nach dem Erbe, was er mitbringt? Wie geht man mit diesem Thema Migration in dieser Zeit, mit diesem Menschen um? Also es ist ja der dritte Auswandererfilm, den ich jetzt gemacht habe. Und ich finde es halt wahnsinnig spannend, dass man irgendwo losgeht und alles hinter sich lässt. Und dass man nur auf ein Versprechen hin, dass es vielleicht besser werden könnte, alles hinter sich lässt. Man kommt ja nicht zurück. Also damals schon gar nicht. Die sind ja kaum mehr wieder nach Europa gekommen. Und jedenfalls nicht, wenn sie nicht super reich waren. Beim ersten Auswandererfilm, der ist schon gekommen, aber dann nur noch zu Besuch. Naja, aber im Grunde ist es so, dass man alle Brücken abbricht und auf ein Versprechen hingeht. Dann muss man halt überlegen, wohin gehen die? Die gehen in die USA und da sind viele Deutsche. Und diese Familie, jetzt die Körner-Familie, ist in einen Ort gegangen, wo mehr Menschen aus Schleswig-Holstein sich angesiedelt haben als irgendwo sonst. Das ist interessant, dass die dann halt sich wieder so zusammenglucken. Und wenn man da über den Friedhof geht, in Clinton, hat man das Gefühl, man geht über einen Friedhof hier in London. Das sind, oder Heide oder sonst wo. Bodke, Jensen, Hansen, ne, also so. Und da sind wir natürlich auch auf der Suche in der Stadt gegangen und haben natürlich
schon überlegt, wie ist dieser Zusammenhang und wie hat das, was hat das auch damit zu tun, dass der Körner ja dann so durchstarten konnte? War das auch eine gute Entscheidung von den Eltern, irgendwo hinzugehen, wo der kulturelle Hintergrund eben stimmt? Und das Witzigste für uns war, das sieht da sogar noch so aus wie bei uns. Also das fanden wir jetzt super, super skurril, weil das auch alles so plattes Land ist. Und Clinton ist auch so eine 20.000 Einwohnerstadt, war es damals, damals reich und im Holzboom heute so eine sterbende Stadt. Aber das war schon ein bisschen sogar skurril für uns. Die haben sich also sogar so eine ähnliche Landschaft gesucht. Finde ich also ganz spannend zu sehen. Ich finde überhaupt dieses 19. Jahrhundert, in dem ich mich ja irgendwie so ein bisschen manisch rumtreibe, ob das nun irgendwelche Literaten sind oder so. Ich weiß ja auch nicht, was ich damit habe, aber irgendwie fasziniert mich diese Zeit, weil das ist ja der Anfang in Europa im Grunde für die großen Katastrophen und gleichzeitig eben die großen Auswanderungswellen und alles verändert sich, alles. Nicht nur die Röcke werden kurz, also das ganze Leben stellt sich auf den Kopf und ja, und dazu gehört eben auch die Druckkunst. Und die Druckkunst im Grunde ist das, warum wir jetzt hier über zwei sehr berühmte Menschen reden, denn der eine ist als Comiczeichner berühmt geworden, Hal Dirks, und der Körner ist ja eigentlich ein Illustrator. Ich sage eigentlich, weil das Verrückte ist, dass er seine Illustrationsvorlagen in großen Gemälden gemacht hat, die heute in der ganzen USA in Museen sind. Davon haben wir ja auch noch einen Filmausschnitt mit. Und das muss man sich überlegen, dass der halt, um in einem Buch in eine Illustration zu machen, die dann so ist wie das, was da auf dem Tisch liegt, was Tim da so macht, ein riesiges Ölgemälde macht. Ne, also das muss man sich, also das ist schon verrückt. Aber dass das gedruckt werden konnte und auch in Farbe gedruckt werden, ist halt eine Zeit der Zeit. Also ohne die Erfindung der Druckkunst und des Farbdrucks wäre diese ganze Entwicklung um das 1900 gar nicht denkbar gewesen. Ihr habt jetzt auch schon angesprochen, also wir haben dieses Comic-Oeuvre relativ kleinteilig, aber dann haben wir die Illustrationen, die ausgerechnet zu dem für uns vermeintlich amerikanischsten aller Themen. Wir haben schon Superhelden, klar, und dann haben wir jetzt auch noch den Western. Und wir haben die Idee des Bildes von Amerika, das als Auswanderungsland den Traum des neuen, besseren Lebens verspricht. Genauso wie das Bild des Western natürlich auch eine reine Fiktion, wie es uns inzwischen klar ist. Also das, mit dem wir aufgewachsen sind, dass das tatsächlich künstlerisch überformt ist. Und da hat auch Körner ja seinen Anteil dran. Ja, also da würde ich gerne noch mal kurz was zu sagen. Das kannst du dann ergänzen, aber das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja, also das völlig Verrückte ist natürlich, dass wir befinden uns zwar in einem historischen Film, aber das, was dort behandelt wird, diese Western-Geschichte, ist ja auch wiederum historisch. Also die großen Tracks sind im 19. Jahrhundert. Körner malt das 1920. Das heißt, das sind ja auch 70 Jahre her. Also jetzt hat man also diese wunderbare Western-Geschichten, ne? Also alles, ab sowas wie wir auch kennen, Meine kleine Farm, ne? Also das für die Mädels, ne? Laura Ingalls, oder halt die großen Western mit John Wayne und sonst wie. Ja, nach welchen Vorbildern haben die eigentlich in Hollywood ihre Filme gemacht? Was hatten die denn? Außer vielleicht Beschreibungen, irgendwelche Tagebücher, Bilder hatten sie nicht. Also woran haben sich denn diese Hollywood-Regisseure orientiert? Ja, natürlich an den Illustratoren für die Western-Geschichten, also für die Bücher, für das, was an das hatte der Evening Post als Weekly halt abgedruckt wurde. Das haben die als Vorbilder genommen. Die haben so getan, als wären das die Realität. Also ein Bild, was ein Illustrator gemacht hat für einen Roman, so behandelt, als wäre das ein Foto gewesen, das mal eben bei dem Track ganz authentisch geschossen worden ist. Dann sind sie hingegangen, haben also tatsächlich in dem ersten langen Westernfilm, The Covered Wagon, eine Darstellerin gesucht, die sieht halt so aus, wie Körner sich das ausgedacht hat. Dann haben sie halt Kostüme gemacht, die hat der Körner ja schön gezeichnet, ne? Mit dem Schmuck und dem Verzierung, allem drum und dran. Und haben danach halt ihren Westernfilm gemacht.
Ja, dann war Körner außerdem befreundet mit John Wayne. Beide kommen aus Iowa. Sowas ist sehr, sehr wichtig in den USA. Man kommt beide aus Iowa. Haben also immer schön zusammengesteckt und haben dann zusammen so eigentlich das Bild geprägt, was wir heute denken, was der Western ist. Also der eine als Darsteller und der andere halt als Illustrator. Und das ist immer wieder dann abgemalt worden. Ne? Also der eine hat das halt gemacht, der nächste hat seinen nächsten Westernfilm gemacht. Der hat gesagt, ja gut, also, da gucken wir nochmal, wir haben nie das Ding gemacht, ja dann machen wir das so ähnlich. Und das geht eigentlich bis dahin, dass dann in den 60er Jahren, halt 50er, 60er Jahren ja angefangen worden ist, das Genre wieder aufzubrechen. Also 60er Jahre eigentlich mehr, aber so die ersten Jahre. Also und ich glaube, ich habe auch noch so Filme gesehen als Kind. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich so John Wayne fand ich auch toll, ne? Habe ich immer geärgert, dass die Frauen nichts dazu zu suchen hatten, aber ansonsten geguckt haben wir das alle, ne? Der zweite große, oder in dem Fall dann in der Aufzählung, der dritte große Erfinder des Wilden Westens, Buffalo Bill, spielt in eurem Film ja auch eine Rolle mit, also ich denke an diese Zirkusshow, die dann durchs Land tourt, und das passt so gut, weil ihr einen Ausschnitt mitgebracht habt, wo das alles dann zusammenkommt. Und ich würde vorschlagen, wir gucken in den mal rein. We are currently in the Whitney Western Art Museum of the Buffalo Bill Center of the West in Cody, Wyoming. It is the art museum part of the Center of the West, which was originally started by the Buffalo Bill Memorial Association back in 1917 after Buffalo Bill's death. And we are the oldest part of the building here in the center. And we showcase in our collections masterworks of art of the American West from the 19th century to the present day. And so our artworks really show the stories and the histories of the peoples and the cultures and the events of the American West. And so W.H.D. Kerner is kind of one of the cornerstones of our artist illustrator collection. And he is one of the great ones that we have here. We are standing here in front of one of his works. The title for this one is "The Snow Eddied and Rolled About the Men. They were muffled to the eyes by their neck scarves. Night had descended by the time they returned to the ranch house." Da gibt's jetzt wahnsinnig viel zu sagen. Ich ganz kurze Sache. Warum der lange Titel? Habt ihr eine Idee? Das ist genau die Stelle im Buch, wo dann die Illustration kommt. Also ein Riesenölgemälde für die Stelle im Buch oder die Stelle erstmal sogar in der Saturday Evening Post, die dann so klein da gedruckt wird. Das ist genau die Stelle. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber das ist nämlich so lustig mit dem langen Titel. Wenn hier eine alles sagen darf und immer, dann du und unterbrich mich jederzeit. Was ich verrückt fand, wenn wir über ein fiktives Bild des Westens sprechen, dass W.H.D. Kerner einen zweiten Frühling erfahren hat, weil George W. Bush weil es eine George W. Bush Biografie gibt, die nach einem seiner Gemälde benannt ist und das auch hinten auf dem Klappenbild hat. Also da passt ja auch dann plötzlich alles zusammen. Ja, also es ist ein bisschen unklar, was auf dem Bild exakt zu sehen ist. Also man sagt, es gibt jedenfalls Leute, die sagen, das hat das heißt A Charge to Keep, also ein Versprechen, was man halten möchte und so. Da hat er gesagt, ja, super Titel, für meine Amtszeit hänge ich mir das ins Oval Office. Man sagt allerdings, dass er das falsch verstanden hätte, dass da nämlich ein Posträuber zu sehen ist, der da reitet. das würde sich ja so ein bisschen, so Fauxpas zieht sich ja ein bisschen durch seine Amtszeit. Wir alle erinnern uns an das Fernglas mit den Klappen vorne zu. Ja, genau. Achso, ja genau, Klappen zu. Ja, und jetzt hat er ja letztens Ukraine mit Irak verwechselt und also es zieht sich so durch. Darum hat das ja eine gewisse Komik, aber letztendlich ist es natürlich, also ich meine, George Bush hin oder her, der Kerner, der hing im Weißen Haus und das ist natürlich was man sich, wenn man jetzt so ein bisschen diese von Deutschland aus gesehen, diese Heimatverbundenheit und sagt, Mensch, das ist eigentlich einer, der kommt hier aus Norddeutschland, dann ist das jetzt zumindest jetzt spätestens an der Stelle das Beispiel, wo man sagt,
okay, pass mal auf, der hat für dieses Millionenpublikum in den Illustrierten gezeichnet, gemalt. Und dann diese Riesenanerkennung, dass ein Präsident sich das dann da nochmal hinhängt. Und zwar Jahrzehnte nach dem Tod dieses Malers. Das heißt, der ist ja tatsächlich nicht vergessen und in Amerika ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler von dieser ganzen Western-Geschichte. Und insofern, glaube ich, ist das nochmal so ein Meilenstein gewesen, den er natürlich nicht mehr erlebt hat. Beim Thema nicht vergessen, du hast deinen Wikipedia-Artikel angesprochen und ich habe ihn recherchiert im Vorfeld zu heute. Er existiert nur auf Englisch. Ja. Es gibt keinen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel zu ihm. Also das zeigt, wo man sich mehr an ihn erinnert und wo weniger. Ja. Ich würde gerne, also weil Buffalo Bill für mich so jemand ist, der dieses Populärbild wahnsinnig ausgeschlachtet und seine Rolle darin massiv überhöht hat. Was ist das für ein Ort, an dem ihr da wart und wie funktioniert dieses Museum? Weil das, was ich jetzt in den Ausschnitten gesehen habe und nichts, was wir hier miteinander besprochen haben, lässt mich auch nur ein bisschen dran zweifeln. Ihr geht ja mit einem kolonialismuskritischen Blick an dieses Thema und an dieses Bild ran. Also was habt ihr in diesem Museum vorgefunden? Ja. Ja, also dieses Museum ist erstmal ein Whitney-Museum. Das ist also die gleiche Sponsor, der das moderne Whitney-Museum in New York gestiftet hat. Also es ist ein sehr hochwertiges Museum, mit viel Geld ausgestattet, in einem kleinen Ort, der am Eingang zum Yellowstone National Park ist. So in der Grenze des Crow-Reservats, ich weiß nicht, ob er den Ausschnitt gleich auch noch zeigt, mit den Menschen wir ja auch gesprochen haben dann und uns da mal erkundigt haben, wie die denn damit umgehen, wie sie so abgebildet worden sind. Es besteht aus verschiedenen Teilen. Es gibt diese ganz fürchterlichen Sachen dabei. Also ich muss dazu sagen, die Whitney hat selber auch Westernbilder gemalt. Das war vielleicht nicht so ihre beste Idee, also neben dem Sponsoring. Aber egal, das besteht eben aus diesen fürchterlichen Sachen, wo man dann hingeht und da ist ein Bulle und da setzt man sich drauf und das ist ganz gruselig. Es besteht aber aus dieser Artgalerie und das ist halt ein sehr interessanter Bereich. Da hängen auch Ureinwohnerkunst. Also die gehen schon also wissenschaftlich damit um und sie haben halt viele Bilder on display. Aber sie haben natürlich ein irrsinniges Archiv, in das wir auch gegangen sind. Es gibt aber auch eine Bibliothek, in der wir waren. Es gibt dazu halt auch 3D-Storage, nennen die. Das ist halt praktisch alles, was Objekte sind. 900 Objekte von Körner sind da, weil das gesamte Studio ist da hingegangen und wird da wissenschaftlich betreut. In manchen Abteilungen besser als andere. Also da kommt ja gleich diese schöne Geschichte, dass als wir da irgendwie dachten, wir gucken jetzt ein paar Fotos, man dann so einen großen Wagen reinrollte. Und Tim guckte schon etwas irritiert. Was ist denn auf diesem ganzen Wagen? Was sind denn das für tausende von Kisten? Ja, du hattest ja auch dann das Vergnügen, mal die Schnellrecherche zu machen, während ich noch was anderes drehte. Ja, wir haben also Massen Material gefunden, das teilweise gar nicht gesichtet war. Also da ist halt alles von Körner, was in seinem Studio war. Und dieses Studio wurde von der Witwe versiegelt, nachdem er gestorben ist. Und erst wieder geöffnet, nachdem sie dann auch gestorben ist. Und dann seitdem ist er auch erst bekannt. Also in den 60er Jahren kamen dann seine Bilder erst raus, weil die standen da alle, also die meisten standen da rum. Und wir reden halt über ein Werk von fast 2000 Bildern, das über die USA verstreut ist. Und ja, dann haben die angefangen. Also vieles ist noch gar nicht aufgearbeitet. Ich suche jetzt jemanden, der eine Doktorarbeit machen will. Junge Leute sind gerade nicht da. Ich finde, eine Körner-Doktorarbeit steht jetzt absolut an. Ja, gerne. Du bist doch in der Uni, genau. Ja. Also dann kommen wir auch noch mal mit. Also weil wir sind auch noch neugierig, weil wir hatten keine Zeit, die ganzen Kisten zu gucken. Ja, genau. Also da ist wirklich super viel Potenzial. Es gibt so die, das ist das Angenehme daran, dass die Biografie so grundsätzlich erfasst ist. Das heißt, es gibt da ein ganz gutes Buch aus den 70ern, was jemand zusammen mit Familienangehörigen verfasst hat. Das ist super und ich glaube, das hat auch nach wie vor Bestand, weil da gibt es einfach nichts Besseres.
Also ist alles super. Dann gibt es auch noch ein deutsches Buch von den Forschern da aus Lunden, die dann nochmal geguckt haben, was finden wir hier in unseren Archiven. Und wenn man das so zusammenträgt, dann hat man da so den Grundstock. Was aber natürlich an diesen Kisten, die da wirklich, also das ist einfach wahnsinnig viel interessant ist, und vielleicht ist das dann so ein bisschen meine Zeichnerperspektive, man geht in die Fotos und das hatte ich jetzt gerade wieder im Film gesehen, dann findet man da die Fingerabdrücke, die offensichtlich Farbe noch dran hat, und die kleben auf den Fotos. Und das sind dann die Sachen, wo es für mich dann spannend und sehr lebendig wird, weil man weiß, okay, dieses Foto hat er in der Hand, hat er als Referenz benutzt, hat er mit seinen schmierigen Farbfingern angefasst und später aber wieder hat das irgendjemand in eine Hülle ganz brav getan, aber für den waren diese Fotos Arbeitsmaterialien. Und das verrät halt ganz viel, dass da auch wahnsinnig viele Frauenzeitschriften dazwischen sind, die er wahrscheinlich dann hinterher gesagt hat zu seiner Frau, nichts wegwerfen, der hat Pakete und über Pakete von Referenzmaterial, wo man einfach sieht, ja genau, so arbeite ich auch, aber ich habe Internet. Und das ist halt schon sehr cool zu sehen. Und dann aber auch dieser Irrsinn natürlich, dass man sagt, okay, die lagern hier jetzt unter klimatisch Top-Bedingungen alte Zeitschriften, die wahrscheinlich de facto eigentlich nichts wert sind, außer dass sie ihm gehört haben. Ja. Also die liegen auf sonst wie vielen Dachböden. Aber hier sind sie klimatisiert und sind wunderbar erhalten. Außer dass da vielleicht mal Farbfinger sind. Und, ja. Da hatte ich ja euch in unserem Vorgespräch auch nochmal angesprochen, weil aus kunsthistorischer Perspektive natürlich das Sujet Künstleratelier extrem interessant ist, ne? Wie du sagst, nach dem Motto, was ist denn eigentlich als Vorbild, wo kommt denn dieses Motiv her? Ne? Du hast auch schön gesagt, dass eine Illustration zu einem Planwagen sich im Film wiederfindet. Also, dass man so ein bisschen ein Netzwerk aufmacht, wo kommen denn die Sachen her? Was wird denn tatsächlich tradiert und was wird denn wie verarbeitet? Bevor wir da noch weiter reingehen, würde ich gerne nochmal auf den Aspekt zurückkommen, den du auch genannt hattest schon, dass sie da mit dieser Perspektive, mit der jüngeren Perspektive drauf geschaut habe, dass es eben nicht einfach alles nur so erhöht wird und alles unhinterfragt seinen Raum abgebildet wird, sondern dass ihr eben auch mit dem Blick darauf gegangen seid, über wen hat er denn eigentlich gemalt und wessen Geschichte in Anführungszeichen wird hier illustriert und in eine Ikonografie übertragen, die ja sehr viel Strahlkraft anscheinend entwickelt hat, und dass sie dann eben auch tatsächlich den Vertretende vom Crow-Stamm interviewt habt. Wie seid ihr auf dieses Gegenüber, auf die Gesprächspartner und Partnerinnen gekommen? Ja, die hat Martina gesucht, ja. Also ich habe klar von Anfang an gesagt, also es geht nicht. Wir können unmöglich einen Westernhelden jetzt hier etablieren, ohne die Perspektive einzuholen von denen, die er abgebildet hat. Das Gute ist, dass der Körner sich in einen bestimmten Landstrich verliebt hat. Das ist Montana und Wyoming. Und da gibt es einen Stamm und das sind die Crow. Und wir haben mit einem Vertreter also dieses Stammes halt geredet. Der wurde ausgesucht von denen, halt mit uns halt zu sprechen. In einem ganz verwunschenen Ort, nämlich im Chief Plenty Coop State Park. Das ist der letzte Stammeshäuptling gewesen, den es gab. Der hat sein Haus und sein Land vermacht, um eine Begegnungsstätte für Kulturen zu schaffen. Also so eine andere Art von musealer Tradition, genau, von Bewahren. Genau. Und ist eigentlich der wunderbarste Ort, den man sich denken kann, um dann halt auch die Kulturen zusammenzuführen. Also wir sind halt mit dem Buch und den Bildern praktisch von Körner dahin und haben halt ein Gespräch geführt und haben aber auch viel gelernt über diesen Ort, was auch im Film drin ist. Ich denke, das braucht man auch. Ja, genau, da alles, was er gesagt hat, brauchen wir noch nicht verraten, aber müsste auf den Trailer warten, da ist dann alles drin, wie man ja sieht bei meinem Trailer. This place has a lot of historical significance to the Crow people, not only because it's the last, Chief Plenicu was the last Crow tribal chief, traditional tribal chief that we had, but it was also in a reservation area. Plenicu's found this area. He had a vision of this area as a young boy that foretold him of this is where he was going to become an old man. The home was built in 1884, and it was the only two-story home in this whole valley at the time, whether it was for Native American or for a white person. Well, Chief Plenicu was the leader of the Crow Nation, the Crow people,
and it showed, the home was built for him to show that someone of importance, a very important person, lived here. Den Ausschnitt haben wir auch gewählt, weil wir da auch Tim endlich mal zeichnen sehen. Entschuldigung. Genau. Was war deine Frage? Das war tatsächlich. Also, ja, also dürfen wir? Weil das war ja eigentlich der spannendste Moment, so dass man. Also, wir wussten ja nicht, was er sagen würde zu den Körnersachen. Das heißt. Man ist da ja hingefahren und ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Mund aufgemacht hat, wussten wir ja nicht, ob der jetzt unseren, ich sage jetzt auch mal wieder Helden, also wir verfolgen den ja, ob er den jetzt völlig zerstört. Weil das hätten wir ja zulassen müssen, weil wir können ihm ja nicht widersprechen und sagen, nee, aber wir finden den trotzdem gut. Wir finden, er hat das doch richtig gemacht, weil wir ja einen Film über ihn machen. Das kann man ja nicht machen. Das heißt, ich glaube, das hat alles beeinflusst. Also zum Beispiel jetzt, also wenn man auch das Filmplakat sieht, ich glaube, wir hätten jetzt den Körner da jetzt nicht so dargestellt, wenn wir gewusst hätten, naja, der coole Typ, der sich ans Pferd lehnt und da so akribisch offensichtlich seine Skizzen gemacht haben soll, wenn der das gar nicht gewesen wäre, dann wäre eigentlich alles anders gewesen. Und damit habe ich, glaube ich, auch verraten, dass der dann gesagt hat, Mensch, naja, gut, offenbar hat der seine Hausaufgaben gemacht. Und das war, also ich glaube, wir hätten auch damit leben können, wenn der gesagt hätte, boah, naja, so. Das hat er dann auch an einigen Stellen gemacht, da ging es aber nachher eher um die Verfilmung, aber so, wenn er sich die Skizzen in dem Buch, in dem Körnerbuch angesehen hat, dann hat er gesagt, okay, offensichtlich hat er das natürlich auch mal, dass die sagt, okay, das ist sehr gepost so, aber grundsätzlich ist es nicht an der Realität vorbei und ja, das hat dann nochmal irgendwie was gemacht. So. Also ganz interessant war für uns die Differenzierung zwischen den Gemälden und der Hollywood-Industrie von ihm und solange er hatte das nicht, wusste nicht, dass es diesen Covered Wagon gibt. Und wir haben erstmal nur über die Bilder gesprochen, die Bilder im Buch. Und da hat er halt gesagt, das ist okay, das kann man ausschmücken, das ist halt ein Künstler und ein Künstler hat seine Freiheit und hatte da überhaupt das, was wir als kulturelle Aneignung betrachten, hatte er keine Probleme mit. Also das fand er alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo er festgestellt hat, dass diese Vorlagen halt dann waren, die Blaupausen für die Hollywood, war er ganz eindeutig und hat gesagt, das ist eines der Grundübel, das unsere Gesellschaft bis heute belastet, dass Hollywood ein völlig falsches Bild zeichnet. Und das Schöne im Dokumentarfilm ist, ja, wir machen ja keinen journalistischen Beitrag, wir müssen auch keine Doktorarbeit schreiben, wir dürfen die Sachen ja einfach so stehen lassen. Das ist das Schöne und jeder kann sich ja selber dann seinen Reim drauf machen, denn dieser kleine Klick, dass das natürlich trotzdem seine Vorlagen waren, die kann ja dann jeder selber machen. Trotzdem fand ich die Differenzierung wichtig, weil der Körner ist ja auch ein Kind seiner Zeit gewesen. Und im Grunde trifft es das, nämlich diese gewisse Naivität, die haben alle geglaubt, dass sie eine sterbende Kultur retten bildlich. Die haben geglaubt, Remington ist ja auch ein großes Beispiel, diese Westernmaler, die das halt ernst gemeint haben und recherchiert haben, haben gedacht, die sterben aus. Gott sei Dank sind sie es ja nicht. Also sie haben aber wirklich gedacht, ja, die werden dann irgendwann ja alle weg sein und es ist ja gut, dass es dann wenigstens noch unsere Bilder gibt, die sollen dann möglichst richtig sein, so ethnografisch, ne? Also dass dann auch alles so stimmt, ne? Und so. Und das war so ein Ansatz, der natürlich irgendwie ganz kolonialistisch ist, aber der von denen gut gemeint war. Und dann natürlich in der Narration im Film die Illustrationen und die Bilder mit Geschichte gefüllt werden, die wiederum eine ganz andere Tonart damit reinbringt und die natürlich Rollenzuweisungen vornimmt, die dementsprechend negativ sind. Genau. Ja, ja, und da muss man halt dann doch auch immer überlegen, das ist ein Illustrator, auch wenn man es immer wieder vergisst, wenn man seine Bilder sieht und kein Maler, der sich ein Sujet sucht und dann halt
was macht, sondern er illustriert Geschichten und diese Western-Geschichten sind kolonialistisch. Das ist vielleicht unser Stichwort für den nächsten, letzten, weiteren Abschnitt. Ja, ich hätte noch eine Frage und ich befürchte, ich brauche viele Sätze für die Frage. Du hast eben gesagt, das war ein Punkt, wo euer Film in eine komplett andere Richtung hätte gehen können. Und immer, wenn ich auf Dokumentarfilmfestivals bin oder Dokumentarfilmerinnen und Filmer auf Bühnen stehen, sagen sie, man muss ergebnisoffen an seinen Satz, an seinen Stoff rangehen. Und in den allermeisten Fällen glaube ich es nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die Geschichte schon fertig ist, bevor die anfangen zu drehen. Und ich finde, korrigiert mich, ich habe einen RTL-Beitrag über euren ersten Film gefunden und die erzählen, dass ihr im Prinzip die Recherchereise gemacht habt und währenddessen gemerkt habt, das hier wird der Film und ihr könnt auch gerne gegen RTL stehen. Was ich fragen möchte, ist diese Offenheit, dieses nicht zu wissen, wo geht dieser Film hin, was finden wir alles, was entdecken wir. Das macht mir als Zuschauer wahnsinnig Spaß, weil ich permanent auch interessiert bin, wie es weitergeht. Ich kann mir nur vorstellen, es stresst unendlich, so einen Film zu machen. Und das wollte ich einfach nur zu eurer Arbeitsweise und wie es sich anfühlt, loszufahren, Technik einzupacken und am Morgen noch nicht zu wissen, wie der Film heute, was für einen Schlenker der nehmen wird, und zwar in Gänze. Ja, es gibt ja Dokumentarfilmer, die sagen, das Schönste ist irgendwie das Vorher und das Schneiden und das Drehen hassen sie. Ich bin genau das Gegenteil. Ich liebe das Drehen, vielleicht einfach, weil ich das Leben liebe. Ich finde Schneiden schon sehr mühsam und anstrengend und langwierig und Vorbereiten und Geld auftreiben finde ich das Allerschlimmste. Ich bin gerne unterwegs und lass mich überraschen. Und das ist aber sehr unterschiedlich in jedem Film. Da kann man gar nicht sagen, also ich habe ein ganz klares Konzept, selbst bei diesem Recherchereisedreh, wo ich ja eigentlich nochmal hin wollte, wo es bei Katzenjammer Kauderwelsch ist tatsächlich eine Recherchereise zum Film geworden, selbst da hatte ich ja genau vor Augen, was ich eigentlich wollte auf dieser Recherchereise, was ich drehen sollte und was Tim machen sollte. Dass das hinter der ganze Film gewesen war, wurde, war es nicht. Das ist diesmal schon anders. Wir wussten, dass wir einen Film machen wollten, aber wir haben ganz, ganz viel Überraschendes erlebt, was den Film halt in die Länge gezogen hat, warum wir jetzt auch ein Programm für einen Film gemacht haben, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Also wir dachten, das Thema wäre kleiner. Also, aber es war, die Reise war schon organisiert, die Orte waren organisiert. Wir sind auch zwei Förderrunden gegangen, wo nochmal ein Drehbuch angepasst worden ist. Also es gab ein Treatment, das diesmal wirklich sehr, sehr ausgearbeitet war schon. Aber was dann passiert, kann man eben nicht wissen. Und wir haben dieses Mal viel Positives, Überraschendes erlebt. Also ich habe ja schon diese Kisten gesagt, dann war Olli, den wir gerade im Film gesehen haben. Also das ist einfach ein so wunderbarer Mensch. Dann Ashley, die wir auch kurz gesehen haben, die also gar nicht die über ihren Körner erzählen konnte, ohne Ende. Und ich habe ein ganzes Interview von 3 Stunden gar nicht drin, außer in einem Off-Tonsatz, weil sie hat so viel erzählt, es war nicht genug Platz in diesem Film für Ashley. Also Ashley, da kommen dir, das ist ein Wunder. Also weißt du, du fährst in so ein Museum und denkst, okay, du hast da jetzt irgendwie Assistant, Kurator, sonst wie, der kommt dann und erzählt dir was. Und dann kommt da aber so eine Frau, also so ein Wunder. Mensch auch. Also das war einfach auch, das hat einfach auch so gestimmt sofort zwischen uns und ihr. Das war einfach so ein Fluss und wir haben uns irgendwie am Schluss in die Arme genommen und so. Das kannst du nicht berechnen, sei denn du machst eine Recherchereise vorher. Dafür ist aber jetzt ja gar kein Geld da. Das habe ich früher schon gemacht. Es gibt Filme, also früher in 90er Jahren wäre ich für so einen Film erst einmal in eine Recherchereise wahrscheinlich komplett gegangen und hätte dann nochmal komplett gedreht. Aber ich will das auch eigentlich gar nicht mehr, weil das war eigentlich
manchmal ganz frustrierend, dass da auf der Recherchereise, denkt er so in einem Dreh, den ich im Jemen gemacht habe, eigentlich all die tollen Dinge erfahren haben. Und als ich dann da war, hatten die gar keine Lust mehr, vor die Kamera zu gehen. Weißt du, das ist auch, kann auch ganz frustrierend sein. Ich mag das eigentlich nicht mehr. Ich mag eigentlich, dass ich die erste Aussage kriege und dass Tim nur einmal in New York auf der Straße steht, wie bei Katzen ja mal Kauderwelsch und nicht weiß, wo es lang geht und in sein Handy guckt, das kein Internet hat und daran in den Weg sieht. Das kannst du halt auch nicht stellen. Ich habe aber jetzt auch 30 Jahre, warte mal, bin 83 auf die Filmhochschule. Ich bin seit 89 selbstständig, seit 89 mache ich Filme. Das verändert sich in so einem langen Filmleben auch. Ich habe natürlich auch eine ganz andere Souveränität mit den Dingen, auch wenn sie nicht klappen. Und ich meine, dass ich sowas mache, wie da loszufahren, Kamera selber mache, ist ja meine Kamera, also irgendwie die Aufnahmeleitung im Kopf habe, die Regie permanent im Kopf habe, noch mit Tim immer aufpasse, dass die richtigen Fragen gestellt werden, eine zweite Kamera aufbaue, die parallel läuft, ohne dass da jemand hintersteht. Das sind Sachen, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die sind so genial, dass sie das auch mit 20 hinkriegen. Also ich brauchte dafür halt schon ein paar Jahre, dass ich also diese Souveränität habe, dass ich das auch kann. Und das weiß ich auch, dass ich das kann. Und ich kann mich überraschen lassen und weiß, ich werde dann auch nicht aus der Ruhe gebracht, sondern freue mich darüber, dass was anders ist. Und wenn Olli was ganz anderes erzählt, hätten wir einen anderen Film gemacht. Das ist auch okay, oder? Dann wäre der anders. Ihr wisst ja gar nicht, wie er wird. Also wisst ihr auch nicht, wie ein anderer ausgesehen hätte. Ich bin genauso gespannt. Ich mache jetzt mal einen harten Cut. Wobei vielleicht gar nicht, weil es geht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal unbedingt über die Ästhetik des Films sprechen. Oder vielmehr über die Elemente, die du jetzt explizit mit reingebracht hast. Wir haben schon gehört, ein Illustrator mit einem kleinen Comic-Anteil. Du vor allem Comiczeichner, aber natürlich auch mit Illustrationswerk hinten dran. Und es gibt auch Elemente, und da werden wir uns gleich nochmal einen Ausschnitt anschauen, in dem du selber zeichnest und verarbeitet hast. Wir haben in dem Trailer schon einen kleinen Snippet gesehen davon mit dem Planwagen. Wenn wir uns den angeschaut haben, würde ich gern von dir wissen, da kannst du schon mal vorher drauf rumkauen auf der Frage, was für dich die Schwierigkeit war, die Herausforderung, für was hast du dich entschieden und warum hast du was wie illustriert? Weil es ist ja für mich, ich finde es herausfordernd zu sagen, möchte ich das jetzt bebildern? Möchte ich ja eigentlich nicht. Ich möchte es aber auch nicht nachmachen, was der da tut. Soll ja auch noch Eckhorst sein in einem Film über Körner, den Eckhorst jetzt auf seinen Spuren verfolgt. Also was war da so der Prozess der Auswahl und wie bringt man das in einen Film rein, der ansonsten mit Interviews und atmosphärischen Bildern arbeitet? Hugo Herkules ist natürlich einigermaßen gut zu finden auf Mikrofilm, weil wir ja wissen, wann er erschienen ist. Also am 7. September 1902 zum ersten Mal, am 11. Januar 1903 zum letzten Mal. Das heißt, man hat die Mikrofilme, die man sich sehr gut hier organisieren kann in der Public Library in Chicago. Die Suche ist natürlich spannend, wenn man jetzt sieht, wir finden Hugo Herkules und wir finden ihn im Kontext der gesamten Zeitung. Das heißt, wir sehen ja nicht nur den Ausschnitt aus der Sonntagsausgabe, wo dann der Hugo Herkules im Comic-Teil zu sehen ist, sondern wir haben den großen Vorteil, wir können die gesamte Zeitung sehen. Und wir stellen also fest, dass er zuerst im Innenteil war. Dann ist er aber relativ bald auf die Titelseite gewandert. Das heißt, man hat sich offenbar einiges davon versprochen, von dieser Figur Hugo Herkules, weil man sie nämlich auf die vordere Seite genommen hat und gedacht hat, das ist die Figur, die kennen die Leute irgendwann und die Leute freuen sich auf die neue Episode von Hugo Herkules und kaufen dann im besten Fall die Zeitung, weil sie diese Figur und die neuen Abenteuer der Figur sehen und lesen wollen. Thank you.
Herkules. Das ist eine sehr, sehr kurze Episode im Schaffen von Körner. Da haben wir jetzt eben gesehen, was im Comic der Elefant war, Just as Easy. Das ist der Planwagen im Trailer und auch die Physiognomie der Figur. Also diese schmale Taille, breite Schultern, eher bullig angelegt, sage ich mal. Das sehen wir auch wieder. Also wie war da deine ästhetische Überformung oder dein Herangehen, sich dieser Figur jetzt zu widmen? Ja, also genau, letztendlich ist das ja nur ein kleiner Teil von Körners Schaffen, der auch zum Beispiel der Körner-Familie selbst überhaupt nicht bekannt war. Also das ist so Zeitungszeichner und dann, ne, ich glaube im Film habe ich gesagt, im nächsten Tag wird ja immer der Fisch drin eingewickelt. Darum ist das einfach sehr verschwunden und auch diese in Farbe zu finden, das war auch so ein riesiger Akt. Und darum ist es eigentlich, dass man sagt, das ist ja jetzt gar nicht das Hauptaugenmerk, also der Karriere von Körner. Aber ein sehr witziger, weil das eben immer nochmal wieder aufgeflammt ist und auch irgendwer natürlich irgendwann gesagt hat, Mensch, die müssen wir mal raussuchen, diese Episoden. Darum habe ich dann gedacht, Mensch, ich bin ja auch kein Maler. Körner war ja streng genommen auch kein Maler, sondern Illustrator. Aber das kann man natürlich nicht einfach so. Und man sitzt auch nicht mit einem Skizzenbuch in einem etwas kälteren Montana da irgendwann und holt die Ölfarben raus. So. Und darum habe ich dann gedacht, okay, ich mache das jetzt so, wie ich in meinem Skizzenbuch zeichne und begleite dann quasi an den Stellen, wo wir sagen, da müssten wir jetzt, weil wir vielleicht was erzählen, vielleicht mal ein bisschen bebildern, untermalen und auch dieses, was man ja, glaube ich, als Zeichnender auf Reisen sowieso immer macht, man hat irgendwie immer sein Skizzenbuch dabei und das ist natürlich schon manchmal, dass man sagt, so, pass auf, jetzt setzen wir dich hin und so. Aber letztendlich ist es das, was man tut. Und darum ist es, also fühlt sich das dann auch immer noch natürlich an. Und da gibt es, also es gibt Skizzen, wo ich wirklich da saß, da lief Martina irgendwie da rum und hat was gemacht und irgendwann merkt sie, ey, du zeichnest ja schon wieder und sagst nicht Bescheid. So, die gibt es auch, aber natürlich gibt es auch welche, wo man ein bisschen geplanter hat, weil man sagt, dieses und jenes, da werden wir wahrscheinlich Bildmaterial brauchen, weil das eine Begebenheit ist, da haben wir nichts und da müssen wir auch ein bisschen was drüber erzählen und dann ist es eben ganz schön, wenn man sagt, da bewegt sich ein bisschen was und offensichtlich mögen Leute es auch zuzugucken, wenn ein Bild entsteht. Ja, das ist ganz schön eigentlich für deine Frage, weil da beides drin ist. Es gab eine Liste mit Sachen, die ins Skizzenbuch müssen. Und die waren teilweise auch schon vorgezeichnet von Deutschland her, also weil ich die inhaltlich brauchte. Und es gab den Moment, wie halt bei den Crow mit dem Haus, oh Tim, einfach spontan. Also es ist eben, beides ist wahr. Vielleicht zum Abschluss, wo steht der Film jetzt? Schnitttechnisch, in was für einem Stadium befinden wir uns? Wann gibt es schon Termine? Orte, auf die wir uns freuen können? Ja, also der Premierenort steht noch nicht fest, weil der Film wird jetzt gerade fertig. Wir haben dieses Wochenende die ersten Testgucker. Wir gehen nächste Woche wahrscheinlich das erste Mal in Kino und gucken halt mit Leuten, wie das läuft. Dann auch auf der großen Leinwand und wie die Mischung sich da anhört. Und ja, dann müssen wir halt jetzt überlegen. Also ich hätte natürlich gern ein Festival für die Premiere und das muss ich suchen. Es gibt allerdings schon eine Geschichte, die findet dann tatsächlich in Clinton in den USA statt, Ende April. Das ist keine Premiere, weil damit ich ja noch eine Premiere machen kann, sondern es ist eine im geschlossenen Kreis eigentlich von, glaube ich, der halben Bevölkerung von Clinton. Also die Uni macht das also es gibt auch kein DCP, es ist auch eine MP4-Vorführung. Sie machen ganzen Tag eine Veranstaltung mit mir und meinem Werk und abends wird dann halt da in der Uni halt der Film vorgestellt, das erste Mal. Also wir gehen erstmal in die USA damit. Das ist aber, weil die so heiß drauf sind, also die waren irgendwie schon am Planen, wann sie uns einladen, als wir da waren und gedreht haben und hier mal gesagt haben, ja, wann könnt ihr denn kommen? Im Dezember? Weil ich im Dezember ganz sicher nicht. Ja, im Januar? Nein. Im Februar? Nein. Ja, wann dann? Aber doch spätestens nach Ostern. Da habe ich gesagt, ja, nach Ostern irgendwann, ja. Und dann haben sie das erste Wochenende nach Ostern genommen. Also deswegen werde ich jetzt das erste Mal dahin mitfahren und
wenn wir erstmal in den USA gucken. Das ist natürlich schön, weil Katzenjammer Kauderwelsch ist so ein bisschen für uns ja komplett in Corona-Lockdown gefallen in der Auswertung. Und auch die USA-Auswertung ist in die Corona-Lockdown gefallen. Wir waren da also immer noch nicht an dem Ort, wo wir da gedreht haben. Das will ich jetzt auch irgendwie nachholen. Aber in den USA ist es so, dass die halt auch sehr strikt waren bis jetzt, also auch mit öffentlichen Veranstaltungen, also mehr als bei uns. Bleibt uns nicht mehr als ein großes Dankeschön auszusprechen, dass sie uns so bereitwillig und ausführlich Einblick gewährt hat in die Inhalte, Themen und auch ins Machen dieses spannenden Projektes. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Klatscht ruhig mal, das hört man im Fernsehen. Vielen lieben Dank an die Technik und sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja. Viel Spaß Dankeschön. Auf der nächsten Reise und bin gespannt, was da dann an Informationen und an Ideen und Dankeschön noch dazu kommt. Danke euch. Schönen Abend. Total. Schocking. Doch.